Moin und hallo, willkommen zurück aus der viel zu langen Sommerpause. Mein Name ist Dan und heute gibt es einen neuen Beginner bis Intermediate Dreiballtrick für euch. Der nennt sich Follow und sieht gespielt dann so aus. Also, schnappt euch eure Bälle, wir zerlegen diesen Trick wieder kleinschrittig, damit auch ihr den so schnell wie möglich meistern könnt. Los geht's! Wir legen los mit dem ersten Ball und der ersten Vorübung. Das ist der Unterarmwurf. Hierbei begleiten wir den Ball unter den Arm und werfen ihn dann von außen in die freie Hand rein. Von links nach rechts, von rechts nach links. Der grüne Ball beschreibt dabei ein U. Die Form könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, das hilft nachher beim Zusammenstellen vom Trick. Wenn das gut klappt, dann könnt ihr das bereits in eure Dreiballkaskade einbauen. Okay, ihr seid bei der Dreiballkaskade und nehmt jetzt den grünen Ball, der als Unterarmwurf immer wieder hin und her gespielt wird. Und da seht ihr auch schon wieder die U-Form von diesem Ball. Okay, als nächstes schnappen wir uns zwei Bälle. Wir wollen jetzt simulieren diese beiden Bögen, die die Bälle hier machen. Wir nehmen den ersten Ball, gehen damit genau über den anderen Ball drüber und werfen über unsere Körpermitte in die freie Hand. Die andere Hand begleitet dabei die Flugbahn und beschreibt auch einen kleinen Bogen. Jetzt wieder zurück, jetzt ist der gelbe Ball oben, der beschreibt den Außenbogen in die freie Hand, die andere verfolgt. Das ist jetzt nacheinander und dann machen wir es gleichzeitig. Kleiner Hinweis hier an dieser Stelle, es ist ein Unterschied, ob wir den Ball dem Zuschauer zeigen und er den Ball wirklich komplett als Punkt sieht. Das sieht noch mal ein bisschen anders aus, als wenn ich diesen Ball einfach nur halte und führe. Ich denke, so sieht es ein bisschen schöner aus, so geführt, dass man den Punkt sieht. Allerdings im Spiel habe ich die Zeit nicht unbedingt, auch immer noch meine Hand umzudrehen, um den schön zu zeigen, weil er sofort wieder zurückkommt. Das heißt, ich müsste sofort hier wieder nach oben kommen. Da müsst ihr ein bisschen rausfinden, was euch da besser liegt. Okay, weiter geht's. Noch immer mit zwei Bällen. Als nächstes wollen wir jetzt mit zwei Bällen den Unterarmwurf kombinieren mit diesem Bogenwurf. Im ersten Schritt machen wir dafür Folgendes. Wir werfen erst den Unterarmwurf, fangen den und dann den Bogenwurf und fangen den auch wieder auf. Das gleiche könnt ihr auch auf der anderen Seite machen. Jetzt tauschen hier einmal die Farben. Das ist nachher im Muster nicht so. Das U bleibt immer mit dem gleichen Ball. Wenn das gut funktioniert, diese Würfe einzeln einmal zu machen, dann können wir versuchen, sie bereits zu kombinieren und beide Bälle auf einer Hand zu fangen. Wir machen das U-Bogenwurf, fangen, fangen. Auf der gleichen Seite wird gefangen, beide Bälle, und zwar mit der Hand, mit der ich oben den Bogenwurf mache. Nochmal, es ist unten, oben, fangen, fangen. Jetzt können wir das Ganze auf die andere Seite machen. Also unten, oben, fangen, fangen. Und dann geht es wieder zurück. Unten, oben, fangen, fangen. Und wieder zurück. Unten, oben, fangen, fangen. Da ist die Pizza. Nice. Hi. Ich mache mal ganz kurz eine kleine Pause. Wisst schon. Der heutige Trick, der heißt Follow und mir würde es eine Riesenfreude machen, wenn auch ihr mir folgen würdet. Lasst also gerne ein Abo hier. Vielleicht aktiviert ihr auch die Glocke. Ein Daumen nach oben, auch das ist nicht verkehrt. Ich weiß, der YouTube-Algorithmus ist mittlerweile so gut, dass er euch eh das anspült, was ihr gerne sehen wollt. Für mich als Erschaffer von diesem Kanal ist es aber von großer Bedeutung, denn dadurch kann ich auch ein bisschen mehr Reichweite generieren. Heißt, wir können mehr Menschen fürs Jonglieren begeistern. Vielen Dank an alle, die bereits ein Abo hier haben. Vielen, vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen. Doch jetzt zurück zum Trick. Okay, los geht's mit drei Bällen. Wir beginnen immer wieder mit dem grünen Ball, das U. Und auf der anderen Seite geht dann überkreuzt der Wurf auch schon wieder. Und wir vollziehen diesen Wechsel mit den Händen. Die eine Hand nimmt den grünen mit, die andere dann den roten. Und jetzt versuchen wir auch noch eben in dem ersten Schritt schon einmal mit rüber zu gehen, mit dem gelben zum Begleiten. Es macht also grün, rot, der gelbe geht mit. Und wir fangen alles hier auf dieser Seite. Dann geht's wieder rüber. Wir werfen also erst grün, gelb und der rote, der begleitet. Macht gerne hier immer diesen Stop, das hilft euch. Erstmal rübergehen und den Stop setzen, einmal alles fangen. Und jetzt machen wir das Ganze kontinuierlich von links nach rechts, von rechts nach links. Wir haben den gesamten Trick zusammen.
So, Freunde, das soll es gewesen sein vom heutigen Tutorial. Wenn ihr Lust habt, weiter euch durchzustöbern, dann könnt ihr euch sehr gerne diese Playlist hier anschauen, denn da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Jonglage-Tricks. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Dan. Tschüss, bis zum nächsten Mal.